Moin moin liebe Freunde der simulierten Landwirtschaft. Mein Name ist Christian, ich stelle euch heute für unseren YouTube-Kanal der Modbox einen neuen Mod vor. Und zwar ein auf US, also auf amerikanisch angelehnten Güllezubringer-Mod. Ihr seht schon direkt vor mir, den gibt es in verschiedenen Herstellervariationen. Genauso wie Dollys gibt es in verschiedensten Herstellervariationen. Zeige ich euch aber jetzt alles mal einmal im Shop. Da geht ihr einfach ganz normal unter Werkzeuge, Güllefässer und ganz hinten seht ihr jetzt eine Vielzahl an Zubringermöglichkeiten. Unterschied ist natürlich die Füllmenge, der hat 40.000 Liter, der 30 und das sind die passenden Dollys dazu. Wenn man die kombinieren will, so wie auf dem Bild, bräuchte man einfach einmal den normalen Güllezubringer und halt mit der Schleppachse. Dann in Verbindung mit dem jeweiligen Dolly kann man das dann so als Combo fahren, wie ich es dort aufgebaut habe. Kann man als 30, also 40-30 oder halt auch als 30-30, 40-40, 80.000, 60.000 oder 70.000 Liter Gesamtvolumen quasi bewegen. Gehen wir mal in einen rein, weil die Konfigurationsmöglichkeiten sind überall gleich. Schauen wir mal hier. Standardmäßig ist er auf Forsch getrimmt von Deagles her. Man kann einmal die Felgenfarbe wechseln zwischen ja, Schwarz und ja, Zink, Chrom und Stainless Steel. Ne, also halt typisch amerikanisch halt. Hersteller und Farbe kann man dann durch also Horsch, ne, Horsch und Gebrauch, dann ist es ein bisschen ja, Verschleiß. Nun sagt mir leider nichts. Oder halt nun gebraucht. Dann gibt es auch Gea. Ne, das sind verschiedenste Designs einfach nur. So, Zubringer wäre hinten. Das ist jetzt dieser Zubringer so oder der Fallteller ist halt so. Ne? Da entsteht die obere Rundumleuchte. Der Achsvariation gibt es zwei Achsen oder drei oder vier sogar. Dann versetzt unter die normale zwei Achse. Ja. So sieht das Ganze aus. Das gleiche ist halt natürlich hier auch. Da tut sich nichts. Das ist das gleiche. Genauso wie hier, ne? Passiert nichts weiteres. So, und dann hat man hier noch den Dolly. Da kann man halt auch die Felgenfarbe wechseln. Wie in den anderen Felgenfarben von den normalen Zubringern halt auch. Hier kann man jetzt die Farbe ändern. Ne? Je nachdem, welchen Aufbau ihr wählt oder welchen Hersteller, könnt ihr natürlich auch dementsprechend die Farbkombo anpassen. Ne? Und halt auch die Reifenvariation ändern. Ja, so. Schauen wir uns das Ganze mal in-game an. Ihr seht hier, wie gesagt, das ist die Horsch-Variante, die Nun-Variante. Ich habe es mal einfach mal so konfiguriert. Mit den verschiedensten Reifenvarianten. Ihr seht, von der Qualität her ist es gut. Hier, klar, ein bisschen undeutlich. Also es ist nicht die höchste Qualität, was jetzt das uns der Mod halt so bringt. Ja, alles gut, ich weiß. Ne, hinten halt die Anbaumöglichkeiten. Hier so ein Zugmaul dran. Ich meine, ihr könnt natürlich auch noch dann einen dritten dranhängen oder einen vierten. Aber dann wird natürlich immer unrealistisch, ne? Ist ja klar. Seht ihr, die Leiter ist noch nutzbar, könnt ihr so nutzen. Hier habt ihr auch einen Ablageschlauch, falls ihr dieses Schlauchsystem nutzt. Ja. Wie gesagt, mehr gibt es eigentlich nicht sozusagen. Ich steige einfach mal ein. Na, ihr seht, lässt sich gut fahren. Ich meine, ich habe jetzt nicht den schnellsten LKW vorne drin. Ihr seht auch, Gülle habe ich auch schon mal einmal beladen. Das heißt, der kennt das auch so, wie sich es gehört. Ja, und dann könnt ihr quasi damit zum Feld fahren und eure quasi in dem Gülle ausbringt natürlich dann, weil der Ausruf ja recht hoch ist, könnt ihr natürlich schnellstmöglich relativ viel zum Feldrand bringen und dort dann halt eure Güllefässer betanken, um weiter aufs Feld zu kommen. Ist ja, kennt ihr ja wirklich, ne? Alle LS-Spieler kennen das ja. Dieser Mod ist auch nur für PC und Mac, also für unsere Freunde der Konsole leider nicht nutzbar. Zumindest schreibt der Modder es so. Und ja, mehr gibt es eigentlich dazu zu sagen. Die Lok ist soweit fehlerfrei. Ich teste ihn hier auf dem Einzelspielerspielstand. Ne, auf dem Dedicator müsste ich mal testen, ob es da auch funktioniert einwandfrei. Das weiß ich leider nicht. Aber so jetzt hier für den Einzelspieler gut nutzbar. Und halt, wie gesagt, ein toller Mod, weil man halt relativ viel bewegen kann. Ja, mehr gibt es eigentlich dazu zu sagen. Außer, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt es ruhig in die Kommentare, ob ihr das nutzt. Gerade weil es eher amerikanisch angehaucht ist. All die Leute, die natürlich lieber auf europäischen Maps spielen. Wird schwierig. Ich glaube, mit zum Beispiel ab Ellerbach mit so einem riesen Gespann würde ihr wahrscheinlich nicht mehr vom Hof des Händlers wegkommen. Aber ihr könnt es gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr es nutzt oder nutzen wollen würdet. Das wäre ein schönes Gimmick. In dem Sinne verabschiede ich mich von euch. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal. Euer Christian von der Modbox. Ciao.